der Rapala-Knoten. Los geht's mit dem Binden eines einfachen Überhandknotens. Danach fädelt ihr das kurze Ende durch das Öhr und führt es durch die Schlaufe zurück. Jetzt wickelt ihr es einige Male um die Hauptschnur und zieht es nochmals durch die Schlaufe des Überhandknotens. Zum Schluss führt ihr das Schnurende durch die neue Schlaufe zurück. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbinden.